Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir machen mal wieder Extreme Overclocking. Wir haben einen 13.900K bzw. mehrere 13.900K und das Asus Z97 Apex. Interessanterweise heißt das hier noch Converge, das Board. Das ist noch ein Codename, weil das noch ein, sagen wir mal, ein Prototypenboard ist. Und ich bin sehr gespannt, was wir da rausholen können. Asus hat ja vor einigen Tagen schon eine Presseerklärung gepostet, wo die gezeigt haben, dass sie einen 13.900K auf 8,8 GHz übertaktet haben, damit die höchste jemals validierte CPU. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht so hoch kommen werden, weil wir haben hier eine Retail-CPU. Wir haben auch ein Engineering-Sample. Wir werden jetzt natürlich erstmal rausfinden, welche der beiden CPUs die bessere ist, aber da beide jetzt nicht irgendwie besonders vorgetestet sind, erwarte ich nicht, dass wir 8,8 GHz schaffen, aber vielleicht 8 GHz oder mehr. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Dieses Video wird unterstützt von Asus mit dem ROG Maximus Z790 Extreme. Das aktuelle High-End-Board von Asus bietet alles, was man sich für seine Raptor Lake CPU nur wünschen könnte. Z790 Chipsatz mit 24 plus 1 Phasen Spannungsversorgung in einem Teamed Design ohne Doubler und einem riesigen Kühlkörper, der den Sockel 1700 umschließt, bilden die Basis des neuen Maximus Extreme. Für mich persönlich sehr wichtig ist die Water Cooling Zone mit Anschlussmöglichkeiten für Durchfluss- oder Temperatursensoren und die Wasserpumpe und auch der OC-Bereich. Safe Boot und Retry Button machen jede Form des Debugging und Fehlersuche extrem angenehm, zum Beispiel wenn ihr euren RAM ans Maximum tunen wollt. Und auch im I/O-Bereich findet ihr alles Wichtige, wie 40 Gigabit USB-C Thunderbolt Ports, 10G und 2,5G Netzwerk, 7 USB-A Ports und Wi-Fi 6E. Mehr Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung. Das Apex Board ist ja noch nicht verfügbar. Es ist zwar im Geizhals zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, schon gelistet für schlappe 950 Euro. Könnte man das rein theoretisch vorbestellen. Ist schon ein krasser Preis, vor allem für so ein Apex Board, was ja, ich sag mal, auch weniger Features hat als jetzt ein Extreme oder sowas, weil ihr habt nur zwei RAM-Slots. Dafür hoffentlich höhere RAM-Taktraten, das werden wir mal schauen. Wir haben ein G-Skill-Kit 7200 C34, mal gespannt, wie das abliefert. Und vor allem, wenn ich zurückdenke auf Z96, da hatte Asus bei dem Apex-Board ein paar Problemchen, dass der RAM nicht so gut lief wie bei anderen Boards. Bin ich mal sehr gespannt, ob das beim Z97 jetzt besser ist. Ach ja, und optisch habt ihr ja gesehen, das Apex ist jetzt designtechnisch was ganz anderes. Vorher war das ja auch schwarz wie die ganzen anderen Maximus-Boards, das ist das Silber. Es ist nicht weiß. Auf manchen Bildern sieht es so ein bisschen weiß aus. Aus meiner Sicht ist es eher so ein bisschen Silber. So wie ein, ich glaube, MSI X-Power oder sowas vor 7-8 Jahren. War ich auch schon optisch nicht so der Fan von. Bin mir auch hier nicht so sicher, was ich von dem Design halten soll. Für die Rückseite vom Board verwenden wir das ein ziemlich geiles Feature von Elmar. Wir hatten das schon mal in einer älteren Version bei mir im Video. Er nennt es Hot 300. Und hier kommt einfach ein PC Express 6-Pin-Kabel rein. Unten drunter ist eine Platine. Und oben drüber, das Blaue, was ihr sehen könnt, sind einfach ultra fette Wärmeleitpads. Und so heizen wir die Rückseite vom Board und gerade der RAM-Bereich, also hier die Seite dann, sollte dadurch einfach wesentlich weniger vereisen, gerade wenn man die CPU halt extrem kalt macht. Und im Idealfall läuft das System dann deutlich länger stabil. Ich habe für das heutige Video auch mal ein neues Netzteil zum Testen bekommen. Das ist das Be Quiet Dark Power Pro 12. Hat vor allem den Vorteil, dass ich dafür auch den passenden Adapter für den NVIDIA-Anschluss habe, also für den 16-Pin. Da habe ich einen Adapter und wollte natürlich einfach mal ausprobieren, wie sich das Ding bei Extreme Overclocking verhält. Bei dem, was wir jetzt heute machen mit der CPU, ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil so eine CPU, selbst wenn der 13.900K über 7 GHz läuft, dann zieht er halt seine 300, 350 Watt oder sowas. Da ist das Netzteil gar nicht so wichtig. Aber wir wollen wahrscheinlich morgen, für euch dann irgendwann später, wollen wir noch 4090 Overclocking machen und da könnte die Welt dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Teil hier schlägt. Übrigens, woran sieht man, dass ich eine Grafikkarte verwendet habe? Genau daran. Weil manchmal packe ich das Board einfach nur auf den Tisch und bin zu faul, so eine Unterlage zu verwenden und dann neige ich immer dazu, das jetzt zu tun. Es tut mir leid. Und das ist das RAM-Kit, das ich verwenden will. 7200 C34 habe ich noch nicht mal ausgepackt. Da bin ich echt mal gespannt, was das kann. Habe schon andere Ergebnisse gesehen. Da sind ja die ADI-Chips drauf. Und da gab es schon Ergebnisse weit über 8000 MHz. Und das ist natürlich schon echt eine Ansage oder Megatransfers. System läuft jetzt auf jeden Fall schon mal. Stefan ist auch mal wieder dabei. Wir müssen jetzt erstmal
das Übliche machen, was man so am Anfang macht, BIOS flashen. Und dann checken wir mal, wie die SP aussieht von den beiden CPUs. Und dann schauen wir einfach mal, welche von den beiden wir zum Start verwenden. Das ist natürlich dann am Ende jetzt nicht nur die SP relevant. Wir wollen das einfach nur als groben Indikator verwenden. Aber natürlich bei flüssigem Stickstoff viel wichtiger, wie tief lässt sich so eine CPU verwenden. Hat die vielleicht einen Coldbug? Vielleicht nicht. Das werden wir gleich rausfinden. Die Engineering Sample CPU ausgelesen ist mal Silicon Prediction von 104. Genau aufgesplittet hätten wir die P-Cores mit 113 und die E-Cores mit 88. Eine Sache fällt beim Be Quiet Netzteil auf jeden Fall schon mal auf. Jetzt nicht unbedingt positiv. Das ist was, was man beim Benchen einfach merkt. Wir haben hier den Schalter hier auf 0 gesetzt. Und ihr seht, die Lichter sind immer noch an. Also Standby Power ist immer noch an für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, da sind irgendwelche Kondensatoren drin, die sich jetzt gerade noch ganz langsam entladen. Und das ist teilweise ein bisschen nervig. Weil normalerweise bei Benchen, wenn man irgendein Problem hat, kurz Netzteil an, Netzteil aus, braucht man manchmal, um wieder vernünftig starten zu können. Und wenn das wie hier jetzt halt irgendwie gefühlt 2 Minuten dauert, dann ist es nicht sehr zielführend. Das ist beim Corsair AX 1600 ist es. Da ist es ganz geil. Da switcht man hinten und dann ist es sofort weg. Dann ist es sofort aus und man kann halt wirklich 2 Sekunden später wieder anmachen und weitermachen. Ich meine, ich rede jetzt irgendwie eine Minute und immer noch da. Nachdem wir jetzt gefühlt 5 Minuten gewartet haben und ich dann dachte, das kann doch nicht sein, dass 5 Minuten Standby-Power da ist. Der Schalter ist aus, ne? Ich ziehe jetzt den Stecker ab und es ist aus. Der Schalter ist immer noch aus. Stefan, steck's mal bitte kurz an. Und wenn er es jetzt ansteckt, dann sieht man, obwohl das Netzteil aus ist am Schalter, geht Standby-Power an. Was ist das denn? Das kapiere ich nicht. Ich glaube, ich muss mal mit Be Quiet reden, was die Idee dahinter ist, dass man quasi den Hauptschalter am Netzteil umlegt, aber Teile vom PC immer noch Strom haben. Das ist ja ganz, ganz weirder Shit. Die Retail-CPU mit SP102, im Detail 111 und 85, ist in der Theorie ein bisschen schlechter. Stefan meinte aber, weil wir hier die VID über die ganzen Kerne sehr einheitlich haben, bei der anderen hatten wir hier 1,413, 1,418 und hier 1,308 und sowas. Deswegen wollen wir jetzt erstmal die probieren. Gerade wenn wir auf allen Kernen übertakten wollen, Heavy Multithreading, dann ist die CPU trotz niedriger SP gegebenenfalls sogar besser. Warum 7F? Wie üblich, Probleme über Probleme. Ihr seht, wir haben jetzt mal die Grafikkarte gewechselt auf die 4090, eigentlich, wenn wir die jetzt gar nicht brauchen. Aber das 7F, das wir gerade gesehen haben, das jetzt zum Glück gerade wieder verschwunden ist, das hat uns gerade bestimmt 20 Minuten begleitet. Ich habe keine Ahnung, was genau da jetzt das Problem ist. Wir haben jetzt gerade nur einen RAM-Stick drin. Vielleicht kommt aber die CPU, also unsere Retail-CPU, mit dem LN2-Mode nicht klar. Stefan, wir haben gerade LN2-Mode wieder angemacht, ne? Ja. Genau, das heißt, ist jetzt wieder an. Hängt bei 7F. Die CPU-Temperatur ist jetzt bei minus 13 Grad. Also ist jetzt nicht so kalt. Ist natürlich möglich, dass die CPU deutlich kälter sein müsste, um damit zu starten. Das könnten wir jetzt mal probieren. Ansonsten, am RAM liegt es nicht, das haben wir gegengecheckt. Grafikkarte liegt es nicht, haben wir auch gegengecheckt. Wenn man eine LN2-Boot ausmacht, dann bootet es wieder ganz komisch. Jetzt schauen wir einfach mal, ob ein bisschen niedrige Temperaturen uns vielleicht zum Ziel führen. Jetzt haben wir eine Temperatur von unter minus 100. Jetzt werden wir es einfach mal probieren. Perfekt. Scheint so, als möchte es immer noch nicht. Wieder ein gutes Stück später und wir sind mittlerweile bei 55 angekommen, was bedeutet, dass er den RAM nicht findet oder ein Problem hat eben mit dem RAM zu booten und das bedeutet, wir können jetzt abbauen und es ist mal wieder typisch Flüssig-Schickstoff-Overclocking, einfach Problem nach Problem. Das Verhalten, was wir gerade hatten, war ja von A bis Z wirklich komplett komisch, also wir konnten uns nicht erklären, was ist jetzt hier die Fehlerursache, wie kommen wir hier weiter.
Dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt mal Shamino, der arbeitet in der Mainboard-Entwicklung bei Asus. Der hat mir über einen Kollegen auch über SafeDisk das Mainboard mal zukommen lassen vor längerer Zeit. Und da habe ich ihn gefragt, so, ey, hast du irgendeine Idee, dieses 7F und dann danach 55, wir haben keine Ahnung, woran das liegt. Und dann meinte er so, ach ja, bei dem frühen Prototyp, also bei diesem Converge-Board, was ja nicht als Apex gelabelt ist, da sind die Schalter in der falschen Richtung drauf. Das heißt, immer wenn wir hier, ich habe mich schon gewundert, das kam an, alle Schalter waren auf on und ich dachte so, okay, machen wir erstmal alles aus. Was bedeutet, dass wir diese Zusatzfeatures wie den Asus Pause Mode, also da friert man quasi das System ein, das ist auch ein Bench-Feature, das war die ganze Zeit aktiv. Jetzt, wo wir wissen, dass die Schalter falsch rum drauf sind, machen wir auch gute Fortschritte. Ich bin noch nicht so tief runtergegangen zu der Temperatur, aktuell so minus 150. Aber, wie ihr sehen könnt, ein bisschen über 7 GHz. Damit wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht mehr so falsch liegen und wir die Einstellung jetzt mal ein bisschen verfeinern können. Wir sind schon bei 7,9 GHz und versuchen jetzt gerade die 8 GHz einzustellen. Ey, das ist unfassbar, wie sich diese CPUs takten lassen. Vor allem, wie einfach, wenn man jetzt weiß, wie. Also wir haben ca. 1,7 Volt eingestellt, Kernspannung. Wir schauen uns gerade einfach mal, was so geht. Minus 190 Grad Celsius auf jeden Fall kein Problem. Also die CPU kann problemlos so kalt wie möglich. Jetzt mal schauen. 8,1 vielleicht. Interessant, mehr als 80 mag er anscheinend nicht einstellen vom Multiplikator. Das heißt, wir können versuchen, ein bisschen runter zu gehen. Interessant, 8080 MHz. Wir werden jetzt gleich einfach mal ein Cinebench R20 machen. Die CPU läuft auf 7,3 GHz auf den P-Cores, 5,8 auf den E-Cores. Beim RAM haben wir noch nichts so krasses, einfach nur, weil wir sicher gehen wollen, dass uns der RAM aktuell keine Probleme bereitet. Haben wir 6800 C36, Cache läuft bei 6 GHz. Auch wenn wir bei weitem noch nicht am Limit sind, knapp 21.000 Punkte und für die Einordnung ein Threadripper 3990X mit 64 Kernen, der hat 23.000 Punkte. Und am Ende ist es ja eigentlich eine, ich sag mal, eine 8-Kern-CPU mit noch den 16 kleinen. Performance ist einfach komplett krank. Da seht ihr hier die E-Cores, die liefen eben bei 5,8, P-Cores bei 7,3. Raptor Lake ist für mich natürlich gerade was den maximalen Takt betrifft extrem interessant. Nach dem ersten Versuch von vorhin mit ca. 8,0 GHz wollte ich das jetzt nochmal probieren, was maximal drin ist. Der Multiplikator von 80 ließ sich nach wie vor problemlos einstellen und mit etwas mehr Spannung von insgesamt 1,72 Volt waren auch 8,1 GHz schnell drin. Ab diesem Punkt habe ich allerdings lieber mit dem BCLK-Overclocking gearbeitet, weil weitere Sprünge, also dann zum Beispiel auf den 82er-Multi mit dann 100 MHz mehr, immer schon relativ viel sind. 100,5 MHz BCLK entsprechen in unserem Fall 8141 MHz und das war auch das Höchste, was wir an diesem Tag erreichen konnten. Meine persönliche Bestleistung von 8337 MHz, damals aufgestellt mit einem AMD FX 8350, konnte ich damit leider nicht übertreffen. Dazu sei allerdings auch gesagt, dass wir die Intel-CPU hier, also den 13900K, auf allen 8 P-Kernen auf 8141 MHz übertaktet haben. Die AMD-CPU von mir damals lief die 8300 MHz nur auf einem Kern. Mit noch mehr Zeit und natürlich auch mehr Flüssigstickstoff wäre es jetzt hier noch möglich, die einzelnen P-Kerne mal durchzugehen und zu checken, welcher von den Kernen kann denn vielleicht noch ein bisschen mehr. Und aus Erfahrung könnte man dann sicherlich nochmal mindestens 100 MHz mehr rausholen. Vielleicht sparen wir uns das noch für ein weiteres Video auf, vielleicht dann auch mit einer noch besseren CPU. Wie ihr in den Aufnahmen auch wahrscheinlich gesehen habt, haben wir letztendlich die Engineering-CPU verwendet, um auf die 8,1 GHz zu kommen. Die Retail-CPU, die wir vorhin mit etwas konstanterer VID hatten, von ca. 1,4 Volt, hatte übrigens einen Cold-Bug. Das bedeutet also, dass die CPU ab etwa minus 180 Grad nicht mehr funktioniert. Das Engineering Sample hingegen kann problemlos bei unter minus 190 Grad Celsius noch arbeiten und erreicht deshalb eigentlich immer bessere Werte
als die Retail-CPU, zumindest in diesem spezifischen Fall, wenn wir diese zwei individuellen CPUs vergleichen. Nach Rücksprache mit ein paar Overclocking-Kollegen scheint es generell auch so zu sein, dass etwa zwei Drittel der Retail-CPUs einen Coldbug haben. Für Extreme Overclocking reicht es also nicht aus, nur einfach unter Luft eine gute CPU zu selektieren, sondern man muss letztendlich auch jede CPU einzeln nochmal testen, ob sie auch sehr gut mit den niedrigen Temperaturen klarkommen kann. Wir schauen uns jetzt nochmal ganz kurz die Leistungsaufnahme der CPU an. Ich habe jetzt nicht so krass ins Limit getaktet, weil wir sind hier schon ziemlich am Ende von dem, was die CPU kann. Also wir müssen eigentlich aufbauen. Jetzt nochmal ganz kurzer Run bei 7 GHz auf den P-Cores und so 5,5 auf den E-Cores. Passend bei dem Test war das System jetzt auch komplett am Ende. Also es hat gerade noch gereicht, den Cinebench zweimal laufen zu lassen, um euch die Leistungsaufnahme zu zeigen. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Das ist einfach, weil das System jetzt auch gut durchgefroren ist. Vielleicht ein bisschen Kondenswasser hier und da. Aber die Leistungsaufnahme ist auf jeden Fall interessant zu sehen, denn selbst wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt hier 1,7 Volt drauf und wir haben über 7 GHz auf dem P-Cores, dann seht ihr ja, wir haben eine Leistungsaufnahme von 380, 390 Watt circa. Und unter, sag mal, Normalbedingungen, also Overclocking in Raumtemperaturzustand, da habt ihr 330, 340 Watt. Da sieht man, dass man mit der Temperatur hauptsächlich die Leistungsaufnahme bekämpft, denn sonst wird die CPU einfach intern zu warm. Und man sieht auch, dass selbst mit Flüssigstickstoff irgendwann durch die Energiedichte, also sehr, sehr viel Abwärme auf dem kleinen Raum von dem Chip, dann irgendwann das Limit erreicht ist. Und dann, wenn man nicht besser kühlen kann, dann kommt man eben nicht über die 7,2, 7,3 GHz, weil die Leistungsaufnahme dann einfach so hoch ist, dass selbst mit 200 Grad Celsius an so einem Kühler die CPU im Kern trotzdem ihre 70, 80 Grad Temperatur haben wird. Der Tag neigt sich dem Ende, dementsprechend sind wir jetzt auch tatsächlich durch. Ich muss sagen, Raptor Lake ist wahrscheinlich vom Overclocking-Potenzial her die beeindruckendste CPU, die ich bisher gesehen habe. Wenn man jetzt mal von dem kleinen Problem absieht, das wir hatten, weil wir einfach nicht wussten, dass das Prototypenboard eben so aufgebaut ist. Es ist einfach komplett krank, wenn man jetzt ein Apex-Board zum Beispiel hat. Und ich denke, das Gleiche trifft auch aufs Extreme-Board zu. Man macht einfach den LN2-Mode an. Man lädt das LN2-Preset, also da sind halt so 3-4 Spannungen vordefiniert, könnte man rein theoretisch auch manuell eintragen. Dann kühlt man runter auf minus 150 und dann kommt man auf 8 GHz. Das ist halt komplett krass. Klar, es gab auch AMD-CPUs, die AMD FX in der Vergangenheit, die 8 GHz konnten. Aber ich sage euch, da musste man wirklich, wirklich viele CPUs für selektieren, um eine 8 GHz CPU zu finden. Und die waren auch wesentlich schwieriger in der Anwendung. Also es ist wirklich, wirklich krass, was da taktechnisch drin ist bei dieser CPU. Im nächsten XOC-Video machen wir dann ein bisschen was mit der 4090, denn wir haben ein XOC-BIOS für die Strix. Bedeutet, wir müssen gar kein Power-Mod mehr machen, weil wir haben ein freies Power-Target. Das wird auf jeden Fall interessant. Da bin ich mir sehr gespannt, was wir dann in ein paar 3D-Benchmarks rausholen können. Ansonsten von den Ergebnissen her, wir haben knapp 8,2 GHz erreichen können. Wir konnten es nicht validieren in CPU-Z, weil die Last während dem Validieren, wir haben das auf allen Kernen gemacht, einfach zu groß ist und über 7,7, über 7,8 GHz schließt sich einfach CPU-Z. Aber ihr habt es trotzdem im Video gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.